Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dreadout. Immer noch mit Chi. Hallo. Die ist immer noch ganz begeistert. Ach ja, jetzt dürfen wir ja an diesen kleinen Pups knubbeln. Hinterher. Und ich habe keine Kamera mehr, durch die ich gucken kann. Ich fühle mich nackt. Das ist unser Mitschüler, der bestimmt auch besessen ist, sich gleich umdreht und uns frisst. Wir gehen mal hin und sagen Hallo. Hallo. Ja, was soll schon passieren? Nee, den. Wir können ihn aber nochmal ansprechen. Ja? Das war eine Scheiße. Ich wollte gerade sagen, Bitch Slap for the win. Warum quatschen wir den an, bis er uns verfolgt? Ohne Weiß ich doch nicht, Kack. Mann. Alter, wie sie läuft. Die hat anscheinend... Alter, der ist viel zu schnell! Wie läuft sie denn? Können wir den irgendwie treten? Wir sind ein junges Mädchen in einem Survival-Horror-Game. Was denkst du denn, was wir hier können? Keine Ahnung, aber... Nein, Alter! Wir hätten ihn nicht ansprechen dürfen, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein tierischer Fehler. Und wir haben noch nicht mal eine Errungenschaft für die Scheiße gekriegt. Scheiße, nein, hier lang. Hä? Ich höre ihn noch. Durch. Cutscene, wir sind safe. Alter. Ja, nimm den Regenschirm. Scheint zu helfen. Durch eine Glastür. Na ja, gut. Entschuldigung. Können wir uns jetzt einfach... Sie kann zuschlagen. Oh mein Gott, ich bin... Alter, wir haben eine Schere. Warum mussten wir uns einem verkackten Leben... Warum mussten wir uns einen verkackten Regenschirm holen? Wir haben einen Dolch, einen geschwungenen Schaf... Nein, wir haben doch unsere Tasche verloren. Oh. Da war das ja drin. Wir haben keine hier Inventar, wir haben keine Gegenstände mehr. Und zwar, nein, hier steht, Donnie ist vollkommen durchgedreht. Ich muss schauen, dass er mir nicht zu nahe kommt. Nix wie, weg hier. Okay. Ich glaube, wir sind zu laut. Mhm. So, dann schauen wir mal. Wie ihr Zopf auch hinter ihr hergeht. Aber das Schöne ist, der Typ ist laut. Den hörst du echt kommen. Ja, ohne Scheiß, ey. Aber ach so, ist ein Schatten. Alter, bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Hinter uns ist nichts. Aber renn mal nicht, das werden wir brauchen. No. Ja, wobei, nö, wir können ihn doch einfach verdreschen. Das ist so, da, nee, nicht. Blau. Hier ist was, oh Gott. Blau. Yanglot, hallo. Okay, wir finden jetzt nach und nach unsere ganzen Sachen wieder, glaube ich. Ja, ja, aber das ist ja noch nicht. Schreibmaschine alles. Resident Evil, kein Speichern. Schön wär's. Kannst du die Peitsche von der Wand nehmen? Nee, ich glaube nicht. Auspeitschen können wir, denke ich mal, nicht. Aber ich habe wirklich keine... Sag mal, kann es sein, dass diese Gegenstände irgendwie unsere HP erhöhen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr von diesem Gedöns wir dabei hatten, desto mehr haben wir ausgehalten. Es war immer noch nicht das viel. Das kann gut möglich sein, ja. Das war immer noch nicht viel. Schaust dich bitte, wenn du aus irgendeiner Tür erstmal um... Danke. Das beruhigt meine Nerven ungemein. Alter, oh nee, jetzt machen sie mich fertig, ohne Spaß. Hä? Wo haben wir die denn jetzt hergekramt? Oder ist es gerade ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Weil wir haben kein Handy. was ist denn das? Er sieht bestimmt... Der hat eine Kam... Das ist ein Bug. Das ist auf jeden Fall ein Bug, weil guck mal, sie macht... Kerze? Oh, oh. Können ja auch nichts tun mit dem Vieh. Mhm. Ja. Okay. Was ist denn das da oben auf den Stangen? Da? Das sind Laternen. Ah, ist eine... Okay, aber die sind aus. Alter. Okay. Wir rennen mal. Das mit der Kamera ist, glaube ich, ein Bug, weil hier im Inventar ist die uns noch nicht angezeigt. Nichts, ne? Das ist definitiv ein Bug. Aber sind wir dann vielleicht schon zu weit? Das könnte sein. Das könnte sein. Soll ich nochmal zurückgehen? Nee, wir haben ja die Tür zugesperrt. Das müsste eigentlich so laufen. Stimmt, wir hätten vielleicht eigentlich das Handy schon finden. Das war das erste Coole, was sie in diesem Spiel gemacht haben. Der Regenschirm ist hin. Nein. Der Regenschirm ist hin. Und wir können nicht so laut sein, weil meine Nachbarn haben schon die Heizung geklopft gerade. Okay, aber wir haben ihm eine geklebt. Das hat ihn nicht interessiert. Wir sind in einem... Wir speichern. Oh Gott, Alter. Was kann die eigentlich? Versteck dich. Jetzt machen wir es Survival-Horror-mäßig. Versteck dich. Genau, don't move. Das fällt überhaupt nicht auf. Don't breathe. Das fällt überhaupt nicht auf. Er ist besessen. Besessene gucken dann wahrscheinlich nicht so.
Alter. Alter. Jetzt haben wir die Unterbodenkamera. Ist das schlecht animiert? Guck mal. Halt die Klappe. Über den Glitch hört man. Okay, ich muss mal ganz kurz die Kopfhörer aufsetzen, sonst höre ich nicht genau. Er sucht nach uns. Jetzt krabbel weiter. Warte. Wir sehen ja, wo der Schatten. Ich kann gerade nichts steuern. Ich kann nichts steuern. Der Schatten bewegt sich weiter nach hinten. Wir müssen jetzt von Etappe zu Etappe an. Aber ich kann das gar nicht steuern, wo sie hin. Ich kann nur. Komm mal da hinten. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Bis der da wieder draußen ist, können wir laufen. Linda. Oh Gott, er weiß noch nicht, wo wir sind. Der hat unser Handy. Das ist irgendwie niedlich. Süß. Okay, aber das okay, warte, macht sie echt nice. No? Der hat uns ja immer noch nicht... Also entweder er ist taub oder... Alter, das war ich jetzt aber nicht. Also ich steuere das gerade wirklich nicht. Hä? Ich bin Zeuge. Alter, was kann dieses Haus eigentlich? Ohne Spaß. Okay, jetzt wird's lustig. Ist ja fast schon so eine Slapstick-Einlage. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Donny, du warst doch mal so ein netter Kerl, der sich überall gekratzt hat und... Also im Prinzip glaube ich, dass unser Schlag nicht mehr viel geändert hätte. Aber es wäre echt nice, wenn du rennen würdest. Wir haben einen Savepoint übrigens. Ja. Ich denke, den werden wir auch brauchen, aber wir müssen es quasi bis zum nächsten Versteck. Das ist doch ein Spaß, ey, ohne Kack. Wie wenig hält die aus? Ohne Nein. Ich glaube, sie kann nur nicht mehr rennen, seit er sie erwischt hat. Na ja, klar. Und dann erwischt er uns halt wieder und dann kann ich weiter nicht rennen. Das ist doch. Doch, sie wird jedes Mal schneller. Okay. Das ist Adrenalin im Körper. Das ist gut. Linda, du bist gut. Also wir hangeln uns von einer Cutscene zur nächsten. Das finde ich. Ich finde das aber gerade extrem nice. Ja, aber hoffentlich gibt es hier keine Quicktime-Events. Da bin ich nicht gut drin. Da ist gerade was aus seinem Körper. Da ist gerade was aus seinem Körper. Ich glaube, wir haben den Geist. Hört das jetzt in sie rein? Nein. Wir haben den Yolong dabei. Uns kann nichts passieren. Denkst du? Wo ist Linda hin? Oh. Nein. Wieso kann sie das sehen? Weil sie kurz vor dem Tod steht. Nice. Okay. Für alle, die... Okay, er ist also schon tot. Das. Für alle, die das Spiel Siren Blood Curse kennen, ich fühle mich gerade tierisch daran erinnert. Okay, das ist schon mal gut. Oh, guck mal, er guckt so traurig. Warum haben wir jetzt Violinenmusik? Weil wir es können. Alter. Alter. Uncool. Nein. Ich glaube, jetzt ist er tot. Was sagen wir es mir so? Der war von Anfang an nicht hübsch, also. Und okay. Sie heult ja? Hä? Rest in peace, Donny. Wir mochten dich. Temporär. Mal. Okay, aber ich muss sagen, die Sequenz hat mir echt gut gefallen. Ja, die war echt nice. Wir waren zwar hilflos, aber wir hatten einen Regenschirm. Das Krabbeln war extrem cool, weil ich habe mit sowas nicht gerechnet. Hm? Kannst du dich bewegen oder bleiben wir da jetzt sitzen? Aber sie hat reagiert. Sie ist aufgestanden als Leben. Oh. Sag mal, Linda, bist du schwanger oder warum hältst du dir dauernd den Mund? Den Bauch. Da hängt ein Arm rein. Ja, also ich kann sie bewegen gerade, aber wirklich nur... Warum hält sie sich den Bauch? Also ich habe jetzt... Tut mir leid, ich habe nicht wirklich aufgepasst. Sie ist schwanger? Nee, na gut, aber er hat sie ja ins Gesicht geschlagen. Also wenn sich den Kopf hält oder einen Platzwunde hat. Hier liegt ein Kopf hier unten. Oh, okay. Na gut, okay, die gehören nicht zu uns, die liegen da schon länger. Liebes Tagebuch, Donny hat mich geschlagen. Nein, steht da nicht. Okay, nichts Neues. Geisterpedia hat sich auch nicht aktualisiert. Und ich kann sie wirklich nicht schneller laufen lassen als das, was wir hier jetzt machen. Na, aber falls ich was verpasst habe, also es kann natürlich sein, dass einem so ein Tackle ihr wirklich wehgetan hat. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung. Ich glaube, erstmal links passiert jetzt was. Der links hier springt uns leer an. Nee, die sind tot.
okay, sie fällt um. Passiert natürlich, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Na gut, nachdem wir tagelang ohne Wasser und Essen durch... Du weißt doch gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ne, ich war dabei. Das war nicht tagelang. Wir sind allein 5 Jahre durch diesen verdammten Korridor gelaufen. Ja, aber das war ja in dem Sinne nur eine Nacht. Es ist ja immer noch Nacht. Jetzt ist, glaube ich... Oh, bitte nicht. Dass sie immer erst eine Leichenhand angrabbeln muss, damit ich sie bin gerade so froh, oh nein, dass du dabei bist, weil ich hätte so Schiss. Nein. Ist das ihre Freundin? Oder? Das. Jetzt kriegen wir eine richtige Kamera. Oh. Jetzt, das ist mit Spiegelreflex gemeint gewesen am Anfang. In diesen Hinweisen, wenn wir die Spiegelreflex haben. Jetzt wird's richtig. Die kleinen Viecher! Diese kleinen, blöden Viecher, ich finde die irgendwie putzig. So. Okay, Kuhwechsel zwischen Smartphone und Kamera. Das Mausrad zoomt den Kameraausschnitt. Ach, wir können jetzt sogar zoomen. Errungenschaft, Teenage Photographer. Wir haben sie verscheucht. Und sie kann nicht mehr rennen. Und hier liegt ihre Tasche. Es sind nur die kleinen Viecher. Es sind nur die kleinen... Wird das mit, das sind nur die kleinen Viecher? Das ist ein großes der kleinen Viecher. Sehr gut. So raus. Ja. Der zeigt sich von uns irgendwie. Hat er da einen Schwanz unten? Das ist ja ekelhaft. Halt einfach. Weiter zu gehen. Alter, noch weiter geht's hier nicht! Was soll ich denn hier machen, bitte? Nichts, aber wir hätten nicht so weit laufen dürfen bis zum nächsten Shot. Das ist alles eine Frage des... Oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch auf das Timing konzentrieren. Es ist früher... Oh Gott, nein. Okay, die Beschleunigungsmusik wird eingespielt ab... Na komm, Linda, steht auf. Ich suche was Hübsches raus. Jetzt! Es ist mittlerweile 2:30 Nee, 2:45 Das sind die Kleinen. Okay. Das heißt, wir müssen erst die hat dich herangezoomt. Ja, aber jetzt lauf mal weiter nach hinten. Richtig vor, ja? Ja, genau. Wir müssen jedes Mal ein Stückchen zurückweichen. Und gerade hat es eben nicht gepasst. Okay, jetzt hol die Kamera an den Schlag, es reicht. Ja, schlimmer. Wir sind zu nah. Scheiße, Mann! Nee, ich glaube, der Kampf ist bloß einfach noch nicht begreift. So. Sehr gut. Das ist perfekt. Du machst es super. Los, Linda. Schieß ihn tot. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's echt eng. Jetzt wird's wieder richtig eng. Scheiße. Ich hab versagt. Ah, ich hab versagt. Es tut mir leid. Ey, Alter, diese fette Wampe und dieses Latzding ist vor ihrem Gesicht. Das ist doch ekelhaft. Einen Meter haben wir noch. Aber sie hört schon auf zu laufen. Ja, dann... Ich will ja nicht näher ran. Na ja, gut. Aber die Kamera hat ja aber eine Zoom-Funktion. Okay, dann machen wir's so. Einfach immer weiter zurückzoomen? Versuch's. Wahrscheinlich. Dann bleiben wir einfach mal am Ende des Zuges stehen. Alter, weil sonst wenn hätte das jetzt noch keine Zoom. Wenn das jetzt quasi so ein Tutorial-Boss ist, der uns beibringen soll, wie man zoomt. Ich glaube schon. Oh, nee. Ich glaube, jetzt habe ich dahinter. Okay. Jetzt bin ich dahinter gestiegen. Die Spulmusik fängt an in 3, 2, 1. Wuhu! Weiter geht's. Ich glaube, es ist jetzt wirklich so, dass wir das von hier aus machen müssen. Wir gehen mal so weit wie möglich hinter. Na komm. Die Kamera hat ja eine Zoom-Funktion. So, dann können wir hier... Wir testen sie jetzt einfach mal. Mehr als schief gehen kann's nicht. Ne, genau. Mehr als schief gehen kann's nicht. Da ist er. Sobald es krisselt, gibt's ein fettes Foto. Bitte lass es krisseln. Es gibt heute für dich kein Foto. So, Nummer 1. Das scheint nicht schlecht zu sein. Weil wir sofort fotografieren können.
Das ist definitiv effektiv. Okay. Komm. Einen noch, bitte nur noch einen. Komm. Boah! Genau dazu ist das gedacht. Okay, Geisterpedia aktualisiert. Okay. Geil. Okay, es hat geklappt. Tuyu Chenteng, also ein großer Tuyu. Der mutigste seiner Art. Stark, aber mit wenig Verstand. Ja. Besitzt Kein der Donny hatten wir auch noch. Oh, das ist ein... Okay. Irgendeine dämonische Präsenz hat von Donny Besitz ergriffen, während er die Stadt erkundete. Gut zu wissen, weil wir in dieser Stadt auch zufällig durch die Gegend gerannt sind. Heißt das, es lag nicht an ihm, dass er wie ein eingeschissener Holzfäller gelaufen ist? Oder nein. War er da noch eher? Nein, das war noch mal. Das war noch eher, okay. Der Gestank hat die Geister angelockt. Wieso ist hier immer noch ein roter Bildschirm und der ist noch nicht weg? Ah nee, guck mal, der geht weg. Ja, der verblasst langsam, aber die Geister... Wir haben keinen roten Bildschirm, es dürfte im Prinzip nichts passieren. Jedenfalls nichts, was wir bekämpfen können. Hol endlich deine Scheißtasche. Was Blaues. Es ist nur blau. Das ist ja auch die Tasche. Ach so, da. Oh Gott, das ist, Der Sound zum. Oh, Alter, jetzt wollen sie einen fertig machen, ne? Smartphone-Tagebuch, Schlüsselbund, Lindas Tasche verstaut alles, was man unterwegs hat. Und jetzt haben wir das Handy haben wir auch. Und zwischen Ziel kann aktualisiert. Ich jetzt. Guck mal, jetzt habe ich wieder das Handy. Wenn ich so mache, habe ich die Kamera. Okay, Ziel aktualisiert. Dann schauen wir mal kurz, bevor wir runtergehen. Nein. Ach, guck mal, jetzt haben wir wieder unser ganzes Zeug. Ziel aktualisiert. Ich muss die anderen finden. Hoffentlich sind sie nicht auch durchgedreht. Was denkst du denn, Linda? Ja, wir waren alle in der gleichen Stadt unterwegs. Unsere Freundin hatten schon angefleht, dass wir aufhören sollen. Oh, danke. Den Ring haben wir wieder. Ich glaube, der bufft entweder, also Intelligenz bufft er nicht, aber HP. Ich nehme mal wieder die Kamera, weil die Kamera hat eine Taschenlampe. Was ist denn? Ja, das Handy. Wir haben gespeichert. Okay. Passt super. Mit dem Gespule passt das. Na, wir schauen mal, wo wir jetzt landen. Ladevorgang. Obwohl der Ladevorgang schon... Keine Angst vor verschlossenen Türen. Nee, verschlossene Türen sind mir mit den Liebsten. Ja, ne? Da weiß man wenigstens, dass man da nicht hin kann. Okay, wir sind jetzt anscheinend in einem Naturlevel. Wir fotografieren erstmal die... Oh. Was? Guck dir mal unsere Akkuanzeige an. Oh! Ich denke, das hat so einen unendlichen Akku. Deswegen haben wir wahrscheinlich die Kamera gekriegt, weil irgendwann das Handy den Arsch zukneift. Das ist ja nicht schön. Das heißt, dann nehmen wir gleich mal die Kamera. Da, weißt du, was das bedeutet? Was? Wir haben irgendwann kein Licht mehr und es wird geskriptet sein, egal wie lange wir das Handy benutzen. Ich glaube auch. Irgendwann gibt das Handy Geister. Vor allen Dingen, kurz Ruhe. Hörst du das? Nee. Vor allem, wie du... Das hast du jetzt hoffentlich gehört. Ich kann es aber nicht zuordnen. Das Lustige ist, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber Chi ist automatisch näher ans Mikro, näher an den Bildschirm reingegangen, als ob sie da besser hört, obwohl sie Kopfhörer auf hat. Das ist sehr witzig gerade gewesen. Ach so, ich hab's ja leiser gestellt als du deins. Oh Gott, ich höre eine Katze. Ich höre mehrere... Ja, jetzt, wo ich es lauter gestellt habe, höre ich es auch. Ich höre mehrere durchs Wasser stapfende Geräusche und ich habe gerade ein Frauenlachen gehört. Das heißt, wir erwarten... uns erwartet sehr viel Spaß, aber erst im nächsten Part. So, dann beenden wir das hier mal. Ich gehe jetzt nach Hause, ich kündige. Was, du kündigst? Nein. Du bist jetzt hier gefangen, du musst jetzt mitmachen. Es ist mittlerweile 3:45. Deswegen beenden wir jetzt hier den Part. Oh mein Gott. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So viel Spaß.